Meine lieben Dauerfreunde, it's the Bay, it's the Bay. Heute wieder eine kleine, kurze Folge Dau Talk Live auf Deutsch. Ich habe gerade schon eine kurze Folge auf Englisch gemacht, einfach nur als Feedback von unserem dieswöchigen Dau-Kurs, den zweiten internationalen Daoist Ceremony Study Program. Wir haben internationale Schüler hier aus weit weg, also die um den halben Globus gereist sind, nur um hier in Deutschland mit uns diese Zeremonien zu studieren, um das zu lernen. Ja, die Morgenrituale, die Morgenzeremonie ist das Thema dieses Kurses und wir haben so viel Feedback bekommen in den letzten Tagen, einfach nur, dass ich seit 3 Stunden fast nur E-Mails beantworte und ich freue mich sehr darüber. Und wenn ihr Fragen habt, was Daoismus angeht, was die daoistische Praxis angeht, in allen Facetten, welche Bereiche euch interessieren, könnt ihr die Fragen an uns richten. Manche E-Mails werden von meinen Schülern beantwortet, manche beantworte ich selber, die meine Schüler nicht einfach so selbst beantworten können, wenn es um spezielle Themen geht. Ja, einfach Freihand könnt ihr euch jederzeit mit uns in Verbindung setzen, ob über E-Mail oder über den Facebook Messenger oder wie auch immer ihr das möchtet. Dieses Angebot gebe ich ja jedes Mal und ich hoffe, dass noch mehr von euch auch in Deutschland, ich habe sehr, sehr viel internationale Anfragen, also das ist momentan kaum zu glauben, einfach seitdem wir so in die Öffentlichkeit getreten sind, gibt es einfach dieses Feedback und das freut mich sehr, weil das ist ja auch meine Aufgabe, mein Ziel, den Daoismus transparent und nicht vermystiziert, mystifiziert, ja, einfach so zu lehren, so euch zu zeigen, wie ich ihn jeden Tag lebe, wie ich das Dao jeden Tag kultiviere und praktiziere, ohne Geheimnisse, ohne Hindernisse, einfach dem Dao folgen, so wie es bei mir jeden Tag der Fall ist. Und so studiere ich und so lehre ich auch die daoistische Lehre, ob es jetzt die Kampfkunst ist oder die innere Praxis oder was wir ja jetzt in diesem intensiven Workshop, der über 10 Tage, über 9 Tage geht, die klassischen Schriften oder die Zeremonie, die Rituale der Morgenpraxis oder Abendpraxis wäre dann ein fortgeschrittener Kurs, den wir jetzt auch anstreben. Die Kurse sind gut besucht, ich freue mich sehr darüber, vor allen Dingen, weil jetzt ja im Mitte Februar auch der Online-Kurs startet. Online-Kurs wären jetzt noch 2 Plätze frei, also wir sind da auch sehr, sehr gut gebucht oder ausgebucht. Ich freue mich sehr darüber, dass so viel Menschen im Westen und ja gerade in Europa auch Daoismus praktizieren wollen. Seit, wie gesagt, einigen Stunden beantworte ich hier nur Anfragen und Nachfragen und E-Mails, die dementsprechend gestellt werden. Ich freue mich sehr darüber und ich wollte heute einfach mal ein kleines Feedback geben über die letzten 2 Tage. Wir haben Schüler da, genauso wie letztes Jahr, wo wir das erste Mal diesen Dao Study Kurs gemacht haben, das Dao Study Program für die Zeremonie, für die Morgenzeremonie, Morgenritual, die klassischen Schriften und die Rituale, die dazugehören, den Altar öffnen, das Opfern von Weihrauch oder eben Wasser und all was dazugehört. Das lernen die Schüler hier und natürlich ist es am ersten Tag, heute war der 2. Tag, wir haben es ja jetzt schon 8:30, 9 gleich. Und am ersten Tag waren die Leute alle sehr überfordert, will ich jetzt nicht sagen, weil es ja am Ende dann doch geklappt hat. Wir haben erstmal die erste Tour geöffnet und die Leute haben, also die Schüler haben durch sehr hartes Praktizieren, also durch sehr viel Fleiß, ja, und sehr viel Ehrgeiz haben wir es geschafft, in den ersten 2 Tagen die ersten 2 bis 3 Melodien, also die ersten Lieder, wenn man das so sagen will, aus unserem Liederbuch, aus dem daoistischen Liederbuch, ja, haben wir das gelernt mit den Instrumenten. Und das ist für mich, also ich bin sehr, sehr stolz auf meine Klasse und das wollte ich euch auch nochmal weitergeben, wiedergeben. Wir haben sehr viel getan in den letzten 2 Tagen und ich bin sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh, dass das so gut klappt. Und ich lade jeden herzlich ein, auch im Juli den 3. internationalen Dao Ceremony Study Program zu besuchen. Wer sich rechtzeitig anmeldet, ja, es sind natürlich auch wieder wie jetzt auch limitierte Plätze. Wir haben zwar genug Platz, aber je größer die Klasse, desto
Mehr gehen auch vereinzelt die Schüler vielleicht auch runter und ich will für jeden Einzelnen mir die Zeit nehmen, die einzelnen ja, Problemchen, sage ich jetzt mal nicht, weil es eigentlich keine Probleme sind, sondern der eine lernt halt sehr schnell, der andere lernt etwas langsamer, aber sobald der Stein ins Rollen gekommen ist, läuft das ganz natürlich und das macht mich sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh, weil es mir zeigt, dass das Konzept, was wir ausgearbeitet haben, für nicht chinesisch sprechende oder nicht chinesisch lesende, praktizierende oder interessierte Daoisten, dass das trotzdem möglich ist, die Morgen- und Abendzeremonien, also die Zeremonien, die Rituale zu lernen durch das Pinyin. Wir haben die klassischen Schriften von den Zeremonien haben wir auf Pinyin übersetzt. Das heißt, diese Pinyin-Lautschrift ermöglicht es jedem, der auch kein Chinesisch lesen kann, weil es ja lateinische Buchstaben sind. Das kann man innerhalb von kürzester Zeit erlernen, wie diese Wörter ausgesprochen werden. Und das ermöglicht jedem, einfach diese Schriften zu lernen, auch wenn man das nicht lesen kann. Nicht das Chinesische, sondern das Pinyin. Wenn man das lesen kann, das reicht dann schon. Ich habe die Erfahrung oder auch das Wissen von verschiedenen anderen, auch asiatischen Ländern, so wie Singapur, wo wirklich nur sehr wenige Menschen Chinesisch können oder Chinesisch lesen können, die benutzen genau dasselbe System. Die benutzen auch Schriften also die auf Pinyin geschrieben sind. Wir haben die Schriften auch mit den Original Chinesisch natürlich versehen, so dass man auch nebenbei noch ein bisschen Chinesisch lernen kann. Und wir haben natürlich auch Übersetzungen in Englisch und in Deutsch. Das heißt, wer natürlich das lernt oder er lernt, will ja auch wissen, was diese Sachen bedeuten. Und das unterrichten wir natürlich auch in den Kursen. Ja, und für die Leute, die jetzt in Deutschland ansässig sind, haben wir natürlich auch diese Möglichkeiten, ja, weil der Tempel ist ja hier in Deutschland, Wudang Temple Germany, Yuzhen-Guan und das Lao-Tzu College, was dem Tempel angeschlossen ist, Lao-Tzu College Deutschland oder Lao-Tzu College Germany, dass die Möglichkeiten bestehen, dass ihr einfach die wöchentlichen Kurse besuchen könnt für daoistische Liturgie oder einfach auch, wie jetzt diesen Sommer geplant ist, wer sich für Kampfkunst interessiert, einfach die Wudang Intensive Camps, also die Retreats für bestimmte Kampfkunstziele. Das heißt, wir haben vier Camps angesetzt, jeweils eine Woche gehen die und da wird intensiv trainiert. Wir haben jetzt hier also ein Dormitory, ja, ein Raum, wo die Schüler leben oder wohnen können, Fulltime-Schüler. Ja, wir haben eine Gemeinschaftsküche, wir haben alles, was man braucht, um hier Fulltime zu trainieren, Fulltime zu studieren und das ist auch das Ziel dieser Institution, dieses Tempels, dass mehr Leute die Möglichkeit haben, Daoismus in allen Facetten zu studieren, ob das jetzt die Kampfkunst ist, die Wudang-Kampfkunst oder ob das die Zeremonien sind, daoistische Medizin und so weiter, Musik, Kalligrafie, Kunst, all das, ja, kann man auch hier lernen und wer Interesse daran hat, setzt sich einfach mit uns in Verbindung und wir, sobald uns das die Möglichkeit erlaubt, ja, werden wir sofort antworten. Ja, im Moment sind halt viele Schüler hier und wir sind den ganzen Tag praktisch am Musizieren, am Lernen, am Studieren und ja, deshalb werde ich abends meistens die Zeit haben, wenn nicht ich persönlich, dann wird es einer meiner Schüler sein, die euch antwortet, aber ihr seid herzlich willkommen über die üblichen Kanäle, Facebook Messenger oder E-Mail einfach uns zu kontaktieren, Fragen zu stellen. Wenn ihr Interesse an den Camps habt oder auch an dem kommenden DAO-Study-Programm, an den DAO-Study-Kurs, der im Juli stattfindet, die Camps werden auch in den Sommerferien, deswegen ist es ein Sommer-Retreat, Summer-Camps, werden im Sommer stattfinden und die genauen Daten oder auch mehr Informationen, Kost und Logis, findet ihr auf der Webseite. Ja, also schaut einfach mal im Internet auf unserer Webseite und ihr werdet alle Informationen bekommen. Falls Fragen offen sind, jederzeit herzlich willkommen, uns zu kontaktieren. Ja. Und ja, auch alle möglichen Fragen, die euch interessieren, ob das jetzt Daoismus oder Wudang-Kampfkunst ist, die Kultur. Ja, schämt euch nicht, fragt einfach. Ja, dafür sind wir da. Das ist unser Job, das ist unsere Mission, Daoismus in Deutschland zu verbreiten, in Deutschland und Europa. Den Menschen zugänglich zu machen, ja, auch für Nicht-Chinesen oder auch für nicht-chinesisch sprechende Menschen, die Schriften, ja, verständlich, ja, zu unterweisen oder auch zu unterrichten, wie man das praktiziert. Dao-Praxis
ist nichts Mystisches. Es gibt da keine Geheimnisse. Ja? There is no secret. Ja, es ist einfach nur Fleiß und harte Arbeit, wenn man sich für eine Sache interessiert und da wirklich Einsatz zeigt und das fleißig übt, dann wird man da auch Erfolg dran haben. Ob das jetzt Kampfkunst ist, ob das jetzt Kunst ist, Musik ist. Natürlich, wenn man ein neues Musikinstrument lernt, ist es auch immer schwierig. Ja, das ist ganz klar. Wer ein Instrument gelernt hat, der weiß, wovon ich spreche. Genauso ist es mit diesen Schriften, genauso ist es mit Ritualen oder auch Kampfkunst. Das ist überall das Gleiche. Ja, die ersten Schritte, ja, sind vielleicht ein bisschen schwieriger, aber wenn man einen guten Lehrer hat, ja, dann wird es immer klappen. Ja, und in diesem Sinne, ich werde noch ein bisschen Nacharbeit machen, weil wir morgen früh ja wieder eine Zeremonie haben und das werden wir vielleicht auch mal die Tage auf Video aufnehmen. Auf jeden Fall werden wir die Prüfung aufnehmen von dem Workshop. Die letzten 2 Tage werden wir wohl die Prüfung machen. Und das heißt, ihr werdet auf jeden Fall die Gruppe sehen. Ja, wer gestern geschaut hat, wir haben ein paar Videos hochgeladen von den ersten Schritten, die ersten Melodien, wie die Schüler das gelernt haben und das dann zu vergleichen mit dem von letzten Tag. Ihr werdet sehen, jeder wird, also wir wollen auch gar nicht perfekt sein nach dem, oder die Schüler werden es mit Sicherheit nicht perfekt können nach dem Kurs, aber sie werden die Möglichkeit haben oder zumindest das Können oder das erlernt haben, dass sie diese Morgenzeremonie, Morgenpraxis alleine machen können, alleine vollziehen können. Ja, und das ist das, was wir mit diesem Kurs anstreben, dass jeder für sich zu Hause das weiter praktizieren kann. Und wer Interesse daran hat, der kommt einfach beim nächsten Mal nochmal oder macht einfach weiter oder ja, wird hier Schüler und bleibt hier ein bisschen. Ja. Also jeder, der hierher kommt, ist herzlich willkommen, von uns zu lernen. Unsere Türen stehen immer offen. Ja. Nachts werden die natürlich abgeschlossen, aber Spaß beiseite. Wer Interesse daran hat, setzt sich mit uns in Verbindung. Wir sind sehr froh über jeden Dauinteressierten, der sich bei uns meldet. Also in diesem Sinne, Fushang Wuliang Tianzun, bis die Tage. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.